Ja, Leute, was geht ab? Jobs hier, back am Startfischen. Herzlich willkommen zum weiteren Gameplay Country hier von Anonymous Klatsche. Und erstmal jetzt auf jeden Fall zum unnormal krassen Gameplay. Und zwar seht ihr da heute die World's First Pentanuklear. Keine Äquivalentscheiße, eine normale Pentanuklear mit 5 Nukleas. Das ist auf jeden Fall ein unnormal krasses Gameplay. Bin ich das heftigste Trap-Gameplay ohne Äquivalent, sage ich jetzt mal, weil wenn man jetzt Äquivalent nicht dazu gezählt, ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach das krasseste Spawn-Trap-Gameplay, was es in Hardcore und generell zurzeit auf YouTube gibt. Ist auf jeden Fall richtig heftig. Der hat die mega zerstört auf der Map Fringe, natürlich mit der Razorback. Das Ganze ist vom Sorgster-Spieler, also schau bitte bei dem Jungen vorbei, der hat es auf jeden Fall richtig hart verdient. Und der Sorg steht jetzt auch kurz vor seinen 600 Abonnenten, also schaut auf jeden Fall bei. Ich glaube, es sind noch 39 Abonnenten, also macht die ihm auf jeden Fall voll für das krasse Gameplay. Und ja, wie gesagt, was kann man noch zum Gameplay sagen? Dabei waren auch nur 190 Kills und Lethal und einen 49er Gunstreak. Also bei der 5 Nuclear hat er noch einen 49er Gunstreak drangehauen. Ist auf jeden Fall ein unnormal sickes Gameplay. Wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, dass das Gameplay einfach unnormal krank ist und es auch nicht auf Infection oder Metro spielt, wo wirklich die krankesten Spawn Traps sind, sondern auf Fringe, dass der Trap auch ziemlich nice oder sehr nice. Aber halt nicht so krass wie auf Infection, wo man die ganze Zeit nur in den Gang stehen muss und die ganze Zeit nur hin und her switchen muss, weil sie da dauerhaft spawnen. Für das krasse Gameplay wären auch mal wieder 200 Likes richtig fresh, weil die anderen beiden Gameplays, wo wir mal zweimal hintereinander hochgeladen haben, die World's First Nuclear und die World's First Hexa Nuclear Äquivalent, haben wir auch über 200 Likes bekommen, das eine sogar über 300. Deswegen wären 200 Likes auf jeden Fall mal wieder richtig nice. Und ja, Jungs, für das krasse Gameplay wären auch mal wieder 200 Likes richtig fresh, weil die anderen beiden Gameplays, wo wir mal zweimal hintereinander hochgeladen haben, die World's First Nuclear und die World's First Hexa Nuclear Äquivalent, haben wir auch über 200 Likes bekommen, das eine sogar über 300. Deswegen wären 200 Likes auf jeden Fall mal wieder richtig nice. Und ja, Jungs, ich habe heute, wie eigentlich immer, wenn ich einen Kommentar mache, relativ kein Thema dabei. Deswegen glaube ich einfach Freestyle über irgendeine Scheiße, wo mir in den Kopf kommt. Und wie immer, natürlich bei meinen Commentaries tue ich mit dem lieben Remix skypen, was irgendwie zur Angewohnheit geworden ist. Immer wenn ich ein Gameplay-Kommentar mache, immer skype ich irgendwie mit dem Remix. Keine Ahnung, Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus, du Hurensohn. Und keine Ahnung, Jungs, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll, weil wir laden wirklich alles hoch. Wir haben die erste Quad hochgeladen, wir haben die ersten beiden, also die erste Penta-Äquivalent, die erste Hexa-Äquivalent hochgeladen, wir haben die höchste Gunstreak zweimal hochgeladen, wir haben die schnellste Nuklear hochgeladen, wir laden jetzt die erste Penta-Nuklear hoch. Jungs, was soll alles noch kommen? Bald seht ihr auf jeden Fall auch die Hexa und die Sepp da, keine Sorge, die sind schon vorgesorgt, also die werden auf jeden Fall folgen. Und heute wollte ich mal so darüber reden, was ich finde, ist ein guter Clan oder ein krasser Clan, besser gesagt krasser Clan, weil viele gute Kinne gibt's, aber nicht so viel krasse. Und das erste, also besser gesagt der erste Punkt ist, bei mir, die Kläne müssen daily uploaden, die müssen wirklich konstant gute Gameplays bringen, dass es auch wirklich ein krasser Clan ist, weil, keine Ahnung, meiner Meinung nach, wenn man jeden vierten, fünften Tag ein Gameplay hochlädt, es kann oder können 90% der Community halten, oder, okay, das war ein bisschen übertrieben, aber können schon mega viele in der Community halten, auch nicht nur in der deutschen Community, generell kann den Standard viele halten, deswegen finde ich schon, dass Daily Uploads dazu gehören. Und zum Beispiel jetzt auch Carnage laden jeden Tag zwei Videos hoch, ein Pubstumping-Video und ein Informationsvideo oder manchmal auch zwei Pubstumping-Videos, ist einfach auch richtig heftig, allein die Leistung, dass sie jeden Tag zwei Videos hochladen, da würde ich gar nicht mehr hinterherkommen, ist schon bei uns mega anstrengend mit jedem Tag ein Video nur. Deswegen, der Punkt ist auf jeden Fall der erste, was bei mir was ausmacht. Zum Beispiel jetzt in der deutschen Community, Ruin lädt jeden Tag ein Video hoch, deswegen Top Clown. Und auch in der ausländischen Szene wisst ihr alle, kennt ihr alle Namen, Carnage, Doom, Apex und so weiter. Der zweite Punkt für mich ist auch, dass die Kläne halt, oder die Clans, wie man es auch ausspricht, immer auch in den neuen COD's gleich reinscheppern und nicht, keine Ahnung, erst Spätzünder sind und ein Vierteljahr später mit den ganzen Gameplays anfangen, weil, keine Ahnung, bei mir macht's halt, ja, meiner Meinung ist es halt, dass ein krasser Clan gleich auch bei den neuen CDs gleich wieder richtig abgeht, wie es im Vor-COD aufgehört hat. Deswegen, das zählt auf jeden Fall auch zu meinen Punkten dazu. Der letzte Punkt bei mir ist, dass es immer so eine gewisse Mischung ist zwischen, zum Beispiel jetzt in Black Ops 3, zwischen Spawn Trap und 2-3 Mann Party oder Solo. Zum Beispiel, man sieht es ja auch, ich nehme jetzt immer die Beispiele Apex und Carnage. Die laden zum Beispiel jetzt Carnage 6-Mann-Party in Nuketown hoch, ein 200 Plus von Big Bro oder Chains. Danach laden sie halt wieder eine 67er Gunstreak Solo auf Combine oder so hoch, dass da halt so eine
gewisse Mischung oder Abwechslung ist, nicht immer nur eins und nicht immer das andere nur, dass immer so eine Mischung ist, dass auch ein bisschen Abwechslung im Gameplay ist, weil, keine Ahnung, ich könnte mir auch nicht jeden Tag ein SpongeBob-Gameplay reinziehen, aber ein paar Mal schon, aber nicht jedes Mal, ich könnte mir auch nicht immer nur Solo-Core oder 2-3-Mann-Party-Core angucken, weil, keine Ahnung, ich finde so Spawn-Geficke, wenn dann die ganze Zeit nur die im Spawn bumst, finde ich auch persönlich mega geil zum Anschauen, wenn da immer so Feeds dabei sind und so weiter. Deswegen ist das mein letzter Punkt, was ich dazu finde. Und ich würde dann auch sagen, ich beende das Kommentar. Ich habe jetzt so 5, 6, 7 Minuten gelabert. Ich werde schon das ordentlich hinbekommen. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Wie gesagt, 200 Likes werden richtig fresh. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.